Willkommen zurück bei Assassin's Creed Origins. Wir sind gerade mit Aya unterwegs. Und Bayek, der ist schon irgendwo. Der ist ja mit uns hier runtergekommen und der hat sich schon hier durch verabschiedet. Also gehen wir mal hinterher. Da unten ist er. Wohin jetzt, meine Liebe? Mal sagen hier durch, was hältst du davon? Es muss durch diesen Abwasserkanal gehen. Niemand hatte den Mut, in Hades Flüsse zu springen. Wir schon. Nach dir, Aya. Klatsch. Okay. Ja, da unten. Okay. Müssen wir mal gucken, wo wir wieder rauskommen. Rauf. Und können wir gleich. Können wir hier irgendwo atmen? Oder ist das alles unter Wasser? Okay, hier sind Luftlöcher. Das ist ja. Ist ja schon mal was. Da geht's nicht lang. Hier kommen wir durch. Okay. Ah ja. Schwupp. Ah, Bayek, wo bist du abgeblieben? Das war ein großes Krokodil. Möge seine Seele in Frieden ruhen. Wo ist der? Wurde auch Zeit, dass du auftauchst. Ich habe dir den Rücken freigehalten. Meinem Rücken geht's gut. Schwupp. Angekommen. Da ist er ja. Das Grab. Unglaublich. Ich hoffe, du besorgst mir auch mal so einen Sarkophag. Was immer du willst, meine Liebe. Es heißt, sein Sarkophag sei voller Honig. Das hilft, den Kar zu erhalten. Unglaublich. Versprich mir, mich mit meiner Klinge zu begraben, damit ich mich im Gefilde der Binsen verteidigen kann. Versprochen. Diese Zeichen hier unten, sie handeln von Siva, das Gewölbe und ein Zepter, das Alexander hält. Amun steht in einem Feld voller Bäume und eine markierte Sphäre trifft auf sein Zepter. Mann zu König, König zu Gott. Eine markierte Sphäre? Was hast du mit der Sphäre gemacht, die ich dir gab? Ich gab sie Apollodoros. Er liebt solche Dinge. Lassen wir die anderen rein. Ich sehe mich noch weiter um. Diese Gemälde an der Wand. Lassen wir die anderen rein? Na, ich weiß nicht. Na gut, lassen wir sie rein. Der Stab, den er hält. Die Gravierung. Seit meiner Kindheit war dieser Mann mein Vorbild. Er ist dir ähnlich. Ich weinte an seiner Statue in Rom. Mit 30 hatte er ein Reich, das sich über die bekannte Welt erstreckte. Was habe ich denn getan mit meinen 5 langen Jahrzehnten auf Erden? Gemeinsam können wir mehr erreichen als Alexander. Ja. Wie lange noch, bis die Königin aufhört, Cäsar zu beeindrucken und bei uns beginnt? Unsere Bedürfnisse sind die ihren. Sie wird liefern. Mein Cäsar, unsere Boten wurden bei der südlichen Garnison von Alexandria festgenommen. Die Soldaten haben von einem feindlichen Umfeld berichtet. Festgenommen? Das nennt er Diplomatie? Ich werde meine Wache schicken. Griechische Soldaten passieren die Stadt leichter als Römer. Lasst uns die Sache erledigen, meine Königin.
Flavius, komm. Sieh nur. Wir haben den großen König gefunden. Wie man's nimmt. Es mit der gesamten Garnison aufzunehmen, wird nicht leicht. Vielleicht muss das auch gar nicht sein. Ein wohlüberlegter Mord und ein schattenhaftes Auftreten werden besser funktionieren. Wenn du es mit ihnen aufnimmst, wäre ich gern an deiner Seite. Ich lenke die Garnison mit einer Prügelei ab. Eine gute Idee. Ich werde die Boten holen. Hopp. So. Dann gucken wir mal, ob wir es schaffen, die zu retten. Oder ob das... Wir müssen irgendwie da rüber. Irgendwie... Hier kommen wir her. Oder? Ich glaube nicht, dass man mit dem Pferd durch die Tür... Nein. Komm, spring drüber. Halt nicht. Boah, das Pferd ist abgestürzt. Okay, dann gucken wir mal, was da drüben so los ist. Hopp. Ja, da drin. So. Hey, was? Und tschüss. Okay. Was? Du kannst nicht fliehen. Hey. Hey. Ich muss die Truppen. Ja! Schwerer Schuss. Autsch. Zack, zack, zack. Daneben. Jemand einfach töten? Bringt es endlich zu Ende! Ich komme, um dich zu retten. Oh oh. Wir müssen Caesar warnen. Was ist denn passiert? Septimius, sie planen den Hafen zu belagern und wollen den Palast einnehmen. Ich werde Caesar nicht verraten! Wie viele Köpfe muss ich denn noch abschlagen, bevor Caesar versteht? Das ist sinnlos! Eine Planänderung. Der Löwe sagt, wir müssen zum Pharos marschieren und die Königin in die Falle locken. Dann sagten sie, sie gingen nach... Wohin? Wohin? Dieser Kerl könnte noch mehr Informationen haben. Ich muss ihn zurück zu Caesar bringen. Wie sollen wir das denn jetzt machen? Hallo? Nehmen. Wie sollen wir den jetzt zurück zu...
Ja, das geht nicht. Ich brauche jetzt ein Pferd. Wie sollen wir die denn hier runterkriegen? Ah, hier ist doch auch nur eine Leiter. Eine Treppe haben die hier doch auch nicht. Ja, auch nur eine Leiter. Ah ja, hier springst du... Natürlich, da springt er runter. Da steht das Pferd. Ach, komm schon. Nein, da war... Klar, ihn setze nicht aufs Pferd, aber... Ah, hoch da. So. Und tschüss. Nichts wie weg hier. Eieieiei. Jetzt auch noch Römer? Welche Invasionsarmee kommt denn als nächstes? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Diese Römer ignorieren uns auf eigene Gefahr. Wir werden randalieren, bis die Götter... Ob das so eine schlaue Idee ist? Gegen Römer? Meine Mitbürger! Wir müssen zu den Waffen greifen! Gebt uns Ptolemaios! Ich gehe zum Serapium. Beten ist unsere letzte Hoffnung. Hi. Ihr habt loyale Männer, Caesar. Septimius plant, euch im Palast einzusperren. Euch bleibt keine Zeit. Wie vorhergesehen. Krieg. Flavius? Sie wollen Feuer. Lass uns den ganzen Hafen niederbrennen. Und wenn wir Pharos nicht verändern, weiß der Rest der Flotte Bescheid. Wir schließen im Streitwagen auf. Salve, mein Cäsar. Ich erteile den Befehl. Meine Königin, ihr solltet mich in die Schlacht begleiten. Während diese Soldaten sich niedermetzeln, bleiben wir auf unserem Thron. Wir sind Königin, bis ein Schwert unser Herz durchbohrt hat. Selbst dann bleibt unser Blut auf diesem Thron. Na gut. Ich bleibe. Mein Leben liegt voll und ganz in euren Händen. Nun, der wichtigste Teil des Plans. Legt dies in die Feuerschale des Pharos. Sie begleitet mich durch die Stadt. Und nun... Lass die Schlacht toben. Okay. Aya. Wenn du unseren Bruder findest, Gines Doi. Ich rieche Krieg. Wir setzen unsere Königin auf den Thron. Du bist die Einzige, die einen Thron verdient. Gib mir das Pulver. Caesar traut deiner Frau diese Aufgabe nicht zu. Beweis ihm das Gegenteil, Liebste. Alter, sie sind so bescheuert, die beiden. Als ob die frisch verliebt wären, ey. So tun die da. Okay, ich sehe schon. Ich sehe doch schon. Lassen. Oh. Ja. Das war so auch nicht geplant. Ich wollte eigentlich auf den... Ich wollte auf den Baum. Aber es hat nicht ganz funktioniert. Und dappa. Okay, weiter geht's. Ich wollte gerade sagen, geh einfach dran vorbei. Nein! Ja,
Okay, dann, da wir keinen Zeitdruck haben, machen wir es jetzt vorsichtiger. Ramses der Große. Wow. Grandios, zweimal. Verkackt. Okay, warte mal. So. Ab. Ja. Bin vorsichtig. Ach, wir sind schon da, oder was? Oh. Super. Ja, das war wohl nichts. Wer sich tauchen? Hey, was? Tja, wer weiß, ob es hier sicher ist. Hey! Geh doch da hoch, Alter! Sie schießt einfach nicht. Ich ruf die Truppen. Du rufst keinen. Wir müssen da hoch. Okay. Zack. Und schui, jippa. Da war mein Bike doch auch schon mal oben drauf. Meine ich. Ja, natürlich. Hopp. Ja, genau dasselbe. Hallo? Zerquetsch mal einer diese Lotusblüte. Wie konnte sie so weit kommen? Halt, kleine Frau! Tötet sie, damit wir uns um echte Probleme kümmern können. Diese römischen Maracas. Meine Klinge ist gekränkt. Du bist tot. Ei. Ja, wenn man auch kein Schildohr. Kein Schildohr, sowas, gar nichts. Hopp. Nun gut, nochmal. Ja, meine Güte, ey. Hey, was? Tja, wer weiß, ob es hier sicher ist. Haha. Was? Oh shit. Zerquetsch mal einer diese Lotusblüte. Wie konnte sie so weit kommen? Halt, kleine Frau! Tötet sie, damit wir uns um echte Probleme kümmern können. Diese römischen Maracas. Meine Klinge ist gekränkt. Zack.
Was du nicht sagst. Okay. Dann wollen wir mal den letzten Rest hier hochklettern. So. Autsch. Ich wusste doch, dass ein Skarabäus meinen Turm hochklettert. Hi! Du erinnerst mich an die alexandrinischen Huren, die ich vom Orden der Ältesten geschenkt bekomme. Vielleicht behalte ich dich ja. Jetzt hast du sogar mein vulgäres Herz beleidigt. Der Leuchtturm gehört Ptolemäus. Hinfort! Der Pharos wird nur für Kleopatra brennen. So. Idiot. Vergiften? Haben wir gar nichts. Wir können ihn nicht vergiften. Nun gut, dann eben nicht. Jetzt einfach hoch. Hopp. Da ist ein Skarabäus meinen Turm hochklettert. Nett. So. Hallöchen. Wie in Zeus Namen hast du meinen Hauptmann getötet? Ach. Wie ist denn jetzt hier hochgekommen? Oh, er lädt ziemlich lange. Was wird denn das jetzt hier? Ptolemäus Männer brechen durch. Nein. Wir warten, bis ich das Signal sehe. Ich glaube nicht, dass du einer Frau eine so wichtige Aufgabe anvertraust. Wie soll die Flotte ihre Befehle empfangen? Habt Geduld, Cäsar. Alle Jagta est! Komm! Wir ziehen auf das Schlachtfeld! Menschheit, decke den Rückzug! Viele haben an Aya gezweifelt! Und alle sind durch ihre Klinge gefallen! Hey! Hey! Also, geht doch. Oh, shit! Geht aus dem Weg! Halt dich fest! Boah! Links. Bist du so schnell mit dem Bogen, wie alle sagen, sonst sind wir tot! Konzentriert euch aufs Lenken! Ich halte sie auf Abstand! Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute! Sieh nach hinten! Ja. Sieh nach hinten! Wir sind umzingelt! Ich arbeite daran! Dann arbeite schneller! Das Problem ist halt... Der Wagen holt auf! Ich höre das noch mehr aufholen! Ich schieße so schnell ich kann, Römer! Das klang nach dem Elefanten! Ach, das ist nicht gut! Was ist denn? Hoffentlich finden wir es nicht heraus! Schneller!
Vielleicht können wir ihn abhängen. Ich sag doch, das klingt nach einem Elefanten. Haltet euch bereit, Caesar. Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten. So schlimm kann es nicht sein. Es ist Osiris persönlich. Die Pfeile machen ihn nur noch wütender. Den Wagen ruhig halten. Ich konzentriere mich darauf, nicht zertrampelt zu werden, Ägypter. In die Augen. Hauptsache, wir werden das verdammte Biest los. In die Augen, komm schon. Wir müssen uns wirklich beeilen. Wirf fester. Oh oh. Entweder sind wir jetzt platt, weil wir es nicht geschafft haben. Die Flotte. Ich habe nichts mehr, das ich werfen kann. Jederzeit, Bayek. Ja, also, sag ich doch in die Augen. Hab doch gesagt, in die Augen, aber... Na, Caesar? Man wird Lieder über uns singen. Und jetzt, auf zu den Schiffen. Wir werden Helden des Schwerts und Verstands. Das ist mal eine coole Mission. Ja, ein Elefant. Töre. Eieiei. 3 Tage später. Da war der William-Schrei. Hä? Die Linie geht über 3 Stadien. Laut unseren Spekulatoris führt Potinus diesen Angriff. Beschäftigt ihr die Soldaten? Ich kümmere mich um Potinus. Ad Victoriam! Oha. Gut. Freunde, ich würde sagen, ich beende den Part heute etwas eher, damit wir beim nächsten Mal dann die Schlacht hier machen können. Deswegen sage ich schon mal bis dann und ciao.